Okay, ich habe jetzt eine Pause gemacht und jetzt ist es Nacht. Erkunden wir jetzt einmal Orania City. Das Schnellboot fährt immer mittwochs und sonntags. Na, gut zu wissen. Aber nach unserer Uhr ist es zufällig, wann die MS Aqua abfährt. So, momentan ist Orania City aufgebaut wie im Game Let's Play oder in der Game Edition. In Kanto treffen sich talentierte Trainer. Arenaleute sind besonders stark. Es ist nicht leicht, sie zu besiegen. Hallo Relaxo. Relaxo schläft friedlich. Mann, ganz schön groß ist Relaxo. Ich meine, so groß wie der Eingang von der Siegterhöhle. Naja. Hier können wir auch surfen. Schauen wir mal nach, was dort ist. In Soul Silver findet man hier ein bestimmtes ein paar Items. Ja, übrigens, habe ich hier ganz vergessen. Wir sind ja jetzt in Kanto, ne? Das heißt Kanto-Musik. Finde ich besonders cool. Denn das ist die Musik der ersten Generation, wenn ein wildes Pokémon auftaucht. Okay, Tentara ist mal gekillt. Gekillt, wie sich das anhört. So, schauen wir mal nach, was dort ist. Ah, ich glaube, hier ist auch nichts. Oh, hier ist eine Arena. Cool. Wollen wir gegen Major Bock gleich antreten? Ja, klar, ne? Aber schauen wir uns zunächst noch die Stadt an, bevor wir gegen Major Bock antreten. Hier in der Arena-Leiter aus Orania City, der Elektro-Pokémon einsetzt. One Kill? Nein. Oh, ich habe meinen Tonne so ein bisschen überschätzt gerade. So. Sternschauer und Tetara. Ist erledigt. Was ich auch cool finden würde, wenn man ein Pokémon-Spiel macht, wo es alle vorherigen Generationen gibt. Das wäre doch ein geiles Pokémon-Spiel. Also Nintendo, falls ihr mal daran denken würdet, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mal sowas machen würdet. Das wäre super geil. Danke, der Pokémon ist wieder fit. Ja, ja, ich weiß. Gut, sprechen wir die Leute an. Auf dem Schnellboot findet man viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Vor Diktas Höhle liegt ein schlafendes Pokémon. Das wäre eine fantastische Gelegenheit, es zu fangen. Aber wie weckt man es auf? Ja, das werden wir schon wissen. Ach, du hast ja einige Orden, die ich noch nie gesehen habe. Ah, jetzt begreife ich es. Du hast Signoto erhalten. Yep, haben wir. Gut, was ist dort? Gib mir eine Angel. Ich bin der Angler, der ältere der Anglerbrüder. Hast du die Profi-Angler am See des Zorns getroffen? Was? Hast du den? Ach, egal. Er träumt davon, das größte Kabel der Welt zu sehen. Falls es dir nicht ausmacht, könntest du ihm jedes Kabel zeigen, das du fängst? Wer weiß, vielleicht fängst du das Kabel seiner Träume. Nein. Darauf habe ich keine Lust. Ist auch voll langweilig und ich weiß auch nicht mal, was man da bekommt. Der Hafen von Orania City ist das Tor Kantos zum Meer. Hier liegen Luxusdampfer aus aller Welt an. Aha, gut zu wissen. So, hier ist ein älterer Herr. Mein Pokémon ebnet das Land für ein Bauwerk. Aber ich habe nicht genügend Geld für das Projekt. Machalo! Ja. Da bebt die Erde. Ein Machalo brüllt laut, während es auf den Boden stampft. Und da ist ein Schild. Lesen wir uns das mal durch. Oh, Moment, ich muss mein Fenster zumachen. Da kommt nämlich der Verkehrslärm rein ins Let's Play. Ja, das war ein Auto. Moment. Okay. Orania City, der Hafen der stimmungsvollen Sonnenuntergänge. Gut, hier konnte man damals im Geld Let's Play ein Glumanda bekommen, hier an der Stelle. Es gibt 8 Arenen in Kanto. Das große Gebäude ist die Pokémon Arena von Orania City.
Ah ja, da waren wir auch schon mal und haben uns den Donnerorden geholt. Pokémon Arena von Oranje City, Leitung Major Bob, der blitzschnelle Amerikaner. Was, der ist Amerikaner? Das ist ja ein doppelter Grund, den fertig zu machen. Pokémon Fanclub, alle Pokémon Fans sind willkommen. Werfen wir mal einen Blick dort rein. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hierher gekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja, sehr schön, dann hör gut zu. Also, am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar. Nicht wahr? Zu sehr wild, schön, liebenswert. Ich verehre es. Knuddle es, wenn es schläft. Arm und weich. Und sensationell. Großartig. Einfach göttlich. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich habe dich zu lange aufgehalten. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Das möchte ich dir geben. Oh, danke für das Gequatsche. Habe ich mehr von Sonderbomben sogar verdient. Das Sonderbomben macht Pokémon stärker. Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden. Du kannst es haben. Danke. Ich liebe es, wie Pipi mit seinem Finger wackelt, wenn es Metronom anwendet. Entzückend. Meinst du dieses Pipi hier? Das ist ein Pipi? Was? Achso, das ist nur eine Pokepuppe von Pipi. Fail. Schau dir mein süßes Lorblatt an. Das Blatt auf seinem Kopf ist so goldig. Das hier? Sieht aus wie ein Mirabla. Blablatt! Gut, waren wir hier schon? Nein. Hast du schon von dem Magnetzug gehört? Er fährt nach Ducatia City in Johto. Ah, gut, dann können wir von Kanto ja nach Johto fahren mit dem Magnetzug. Ich möchte nach Saffronia City, um den Magnetzug zu sehen. Ja, den werden wir auch noch sehen. Es gibt 8 Arenen. Ja, den haben wir schon. Lass mich in Frieden. Danke. So, hier ist ein Pokémon-Markt. Den gibt es auch im Gelb Let's Play. Ich sag's auch im Gelb Let's Play. In der Game-Edition, muss ich sagen. Im Laufe vieler Jahre haben die Dicta einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Die heißt Mamoria City. Und hier geht's in Richtung Saffronia City. Aber zunächst möchte ich den Orden holen, den wir hier finden können. Keine Ahnung, warum wir jetzt überhaupt noch Orden sammeln. Ich meine, wir sind schon Champion. Wir brauchen halt mal ein bisschen Abwechslung, ne? Kämpfen wir einfach mal gegen die Arena-Leiter von Kanto. Danke, dein Pokémon ist wieder fit. Ja, ja, ich weiß. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, vielleicht. Gut, normalerweise braucht man hier in der Game-Edition Zerschneider. Da wir haben ja auch Zerschneider, aber ich bin zu faul, deswegen surfe ich jetzt einfach mal. So, in der Game-Edition ist es so gemacht, dass man zunächst in die MSN muss und dass man in der MSN dann Zerschneider bekommt. Und dann muss man die Zerschneider hier anwenden, um ja, hier zur Arena zu kommen. Gut. Pokémon Arena von Achso, das haben wir schon gelesen. Amerikaner, den mache ich kalt! Keine Gnade! So. Hey du Champion Spee! Dieses Mal hattest du Glück. Major Bob ist sehr vorsichtig. Er hat überall in der Pokémon Arena Fallen aufgestellt. Aber die Fallen funktionieren nicht. Du wirst Major Bob problemlos erreichen. Ah, okay. Du willst Major Bob besiegen? Da musst du erst an mir vorbei. Oh, okay. Ach, übrigens, Trainermusik aus der Game-Edition. Oder aus der ersten Generation allgemein. Oh, Pikachu! Unser Starter in der Game-Edition. Ich muss aufpassen, nicht Game-Let's Play zu sagen, weil jetzt sonst hört sich das so Werbung, so, als würde ich Werbung machen wollen für mein Game-Let's Play. Ja, mache ich ja teilweise auch ein bisschen, aber ich möchte es ja eigentlich nicht, ne? Ich möchte ja etwas über das Pokémon-Spiel sagen und nicht über meine Let's Plays. So, was kommt als nächstes? Moment, ich trinke mal einen Schluck.
Ach, Vati, was? Hallo Vati. Und tschüss Vati. Also die Trainer, die sind kein Problem. Die schaffen wir sogar mit verbundenen Augen. Das wird sie vielleicht mehr machen, okay. Ja, vielleicht beim nächsten Kampf, dann schaue ich mal woanders hin. So, den mache ich mit verbundenen Augen. Major Bob hat ein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, du kannst es... Glaubst du, du kannst mich besiegen? Ja, na klar, ich bin Champion von Johto. Und du bist ein Nichts. So, und ich schaue jetzt extra nicht hin. Moment, ich mache meinen Bildschirm aus. Okay. Das hört sich nach Magnetilo an, kann es sein? Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich Erdbeben treffe. Kann sein, dass wir Erdbeben schon selektiert haben. 1, 2. Ja, genau, Erdbeben war an dritter Stelle, habe ich gute Erinnerungen. One-Hit-Kill. So, was kommt als nächstes? Wahrscheinlich nochmal ein Magnetilo, oder? Das ist Voltoball, höre ich nach dem Ruf her. Ja, da können wir Erdbeben nochmal einsetzen. Hurra! Ich sag ja, ich hab das blind. So, was kommt als nächstes? Ah, was kommt jetzt? Ich muss still sein. Normal Magnetilo, oder? Nee. Voltoball oder Magnetilo? So, egal, das ist down, so jetzt mache ich mir den Bildschirm wieder an. Ja, oh, der hat ja noch ein Pokémon. Verdammt, ich dachte, er hat nur 3. Okay, egal, er hat halt 4. Ist ja auch egal. So, und jetzt Flammenrad. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Okay. Und der war für Tornadur, jetzt hat es Level 46. Oh, wie schockierend. Schockierend, ein Wortspiel. Ich werde dich fertig machen, du wirst gleich einen Schlag bekommen. Ach ja, glaubst du? Tja, du hast wohl noch nie von mir gehört. Ich bin Gold, der Champion von Johto. Glaubst du wirklich, du kannst es mit mir aufnehmen? Sehr naiv, Erdbeben. Hast du noch irgendwelche Schwarm-Pokémon, die du auf mich hetzen kannst, du Schwächling? Ein weiteres Elektroball. Och, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Der hat Entwicklungen. Oh, ist das süß. Da kriege ich ja richtig Angst. Nicht. Hast du noch irgendwelche Nieten, die du auf mich hetzen kannst? Hast du nur einen Elektroball oder was? Boah, das ist ja einfallslos. Oh mein Gott. Mir gehen fast die AP aus. Langweilig. Hast du vielleicht noch irgendwelche schwachen Pokémon? Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Wir wandeln die toten Pokémon der Gegner in Erfahrungspunkte um. Und One-Hit-Kill, oh mein Gott. Bist du jetzt fertig mit deinen Klugscheißern, dass du mich elektrisieren willst oder sowas? Ah, ich stand zu sehr unter Strom. Ja, jetzt auch noch nach Ausreden suchen, genau. Gut, wir haben alle Tränen in der Arena besiegt. Ich heile schnell die Pokémon oder meinen Tornupto, damit es wieder volle AP hat. Na, wobei, wir haben ja ein Elixier oder sowas. Nehme ich den eigentlich gleich. Ja. Elixier, wo ist es denn? Wir haben kein Elixier? Doch, ein Top-Elixier.
Ist mir ein bisschen zu schade jetzt eigentlich. Ach, ich laufe schnell ins Pokémon Center. Wartet mal schnell. Nein, ich wollte da nicht hin. Oh Mann. So, jetzt auch Pokémon heilen. Bla bla bla. Okay. So, zurück zur Arena. So, in der gelben Edition muss man hier nach so einem Schalter finden, suchen. Und dann öffnet sich hier so ein, ja, so ein Generator. Und dann kommt man da vorbei. Nein, hier ist nur Müll. Nein, hier ist nur Müll. Hier ist nichts bloß Abfall. Nein, hier ist nur Müll. 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 Aber hier ist wahrscheinlich was. Nein, hier ist nur Müll. Nein, hier ist nur Müll. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Nein, hier ist nur Müll. Nein, hier ist nichts bloß Abfall. Nein, hier ist nur Müll. Okay, ich dachte, hier gibt es trotzdem ein paar Schalter. Warum läuft mein Charles ständig nach unten? Nein, ich hänge wieder fest. Moment. Moment, Hilfe! Save State! Was passiert hier? Nein, das ist Müll! Oh Mann! Okay, Moment. Muss mal schnell den Emulator schließen. Bis gleich. Okay, jetzt läuft er wieder richtig. Komisch. Kommt bei mir manchmal, dass er irgendwie immer nach unten läuft und nach oben. Ist egal. Number 3, Major Bob. Er hat ein sehr starkes Raichu. Los, Pikachu. Oh, Donnerblitz. Eieiei, das erinnert mich an die TV-Serie. Da hat Ash seinen Pikachu auch gegen seinen Raichu eingesetzt. Naja, was soll's. Ich will jetzt keinen Donnerblitz abkriegen, deswegen rufe ich Dick da jetzt her. Kam Mega Kick? Oh oh, wir haben ein Problem. Wir haben ein scheiß Problem. Naja. Nicht sehr effektiv. Ach, er kann Kampfattacken wie Mega Hieb, Mega Kick und so ein Zeug. Oh Mann. Da, oh, Giftpuder. Lass sie mir nicht bieten hier. Es geht zwar down, das Rieserflor, wenn wir jetzt nichts dagegen tun. Super Shell, ja. Super Trank meine ich. Mein Gott, mein Englisch ist schwer. Deutsch ist schwer. Ich fehl hier rum, das ist unglaublich. Da, Birkenrankenhieb, da ist noch Step drauf. So. Jetzt gerade der Brüller, wie wenig das abzieht, aber besser ist nichts. Da zieht die Kombi mit Egelsam und Gift mehr ab. Ach scheiße, der hat bestimmt einen Trank. X-Tempo, was? So, Rankenhieb nochmal. Ah, er setzt keinen Trank ein. Merkwürdig. Normalerweise hat jeder Arena-Leiter einen Trank als Reserve, aber der hat keins. Okay, wir haben gewonnen. Rot besiegt Major Bob. Boah. Du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleiht dir den Donnerorden. Hey, du Windelpupser. Ein bisschen mehr Respekt, ja? Das muss ich dir lassen. Es ist nicht sehr weise, mich herauszufordern, aber es ist mutig. Wenn es um Elektro-Pokémon geht, bin ich die Nummer 1. Ich habe das Schlachtfeld nie als Verlierer verlassen.
Ich grille dich, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Im Vietnamkrieg oder was? Oh, eine neue Musik. Okay, Major Bob. Kimmel dich ein weiteres Mal. Oh, ist das süß. Er hat einen Reitschuh, Level 44. Er hat wahrscheinlich ein bisschen trainiert, seit wir das letzte Mal gegen ihn gekämpft haben. Alles? Mann, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich dachte, die Arena-Leute von Kanto haben mehr drauf. Ah, auch wieder ein Elektroball. Nicht das erste, was wir heute killen werden. Aber die Musik hat was. Na klar, ihr hättet jetzt momentan eine andere. Aber ja. Trotzdem eine geile Musik. Oh komm, warum sind hier so viele Leckerbeißen in der Arena? Das ist das sechste, glaube ich. Hast du vielleicht noch irgendwelche schwachen Pokémon, die du auf mich hetzen kannst? Elektek. Ah, okay, ich nehme den Schwach zurück. Das Elektrik hat dasselbe Level wie unser Tonotto. Respekt, aber trotzdem auch kein Gegner für Tonotto. Mann, das wird hier schon langweilig. Und sein letztes schon. Magneton. Okay, Fazit nach diesem Kampf. Major Bob hat keine Chance gegen uns gehabt. Frag dich nur warum. Ah, du bist stark. Okay, Wicht, du erhältst den Donnerorden. Den wir gar nicht brauchen, aber egal. Yippie, wir haben unseren 9. Orden. Der Donnerorden erhöht den Initiativwert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben. Hörst du? Kein Kommentar. Puh, das war ein elektrisierendes Erlebnis. Das hat meine Nerven sehr strapaziert. Na komm schon, das war doch voll lange echt. Egal. So, heilen, in Anführungsstrichen, wir mal schnell unsere Pokémon. Und dann planen wir, was wir im nächsten Part machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, also ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns auf den Weg nach Saffronia City und kämpfen auch dann gegen die Arena-Leiterin Sabrina und schauen uns die Stadt wieder an. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute! Pff, viel zu leicht irgendwie. Egal.